Hafen City, Cruise Center. Herzlich willkommen im Namen von TUI Cruises zur Taufe, zur großen Taufe an einem wunderbaren Tag zur Taufe von Mein Schiff 3. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße sehr herzlich den Vorsitzenden der Geschäftsführung von TUI Cruises. Hier ist Richard Vogel. Ganz besonders die schönste Stadt der Welt, Hamburg. Richtig, dieser Tag gilt heute, der Mein Schiff 3 und unsere Taufpatin Helene Fischer. Wir haben den Donnerstag genommen, weil man an einem Freitag, den 13., kein Schiff tauft. Und weil wir von vornherein wussten, dass das Fußballspiel heute Abend völlig unbedeutend für die Deutschen ist. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir das heute. Denn wer will denn schon Brasilien gegen Kroatien gucken? Das ist das erste Schiff, das wir bottom-up entwickeln durften. Es ist das erste Schiff, bei dem wir von dem ersten Pinselstrich bis zum letzten, der heute Mittag noch stattgefunden hat, Wohlfühlen erzeugen durften. Und Sie alle, das erste Schiff, das einen Pool hat, das mehr ist als nur ein Kommunikationszentrum. 25 Meter Länge, mit Wasser. Das muss man sich mal vorstellen. Man kann hier schwimmen. Dieses Schiff haben wir gemeinsam in den letzten 4 Jahren entwickelt. Und dann in einer Rekordbauzeit vom ersten Startschnitt bis zur Übernahme in 16 Monaten gebastelt oder gebaut. Der ganze Crew und Kapitän Holm and the crew from the Mein Schiff 3, thank you very much for the great work you have done with the last 10 months. Thank you! The taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping out. My scorpion, get my groovy, invest in mongrel. Gibt es unglaubliche Zufriedenheitswerte bei den Kunden. Also die kommen alle auch wieder auf die Schiffe. Dementsprechend brauchen wir auch mehr Routen. Mr. Fake ist auch, er sagt, ganz besonderes Schiff mit ganz vielen besonderen Bereichen. Und Sie werden das ja alle auch noch erleben, nachher auf der großen Feier und dann auch auf der ersten Fahrt. Yes, actually I was going to complain to Richard Vogel, because the one problem that I got when I left home was I had so many people asking me to get her autograph that I had to stop talking to people. Really? Helene Fischer und der Kapitän. Willkommen noch einmal aus Richard Vogel, den Vorsitzenden der Geschäftsführung von TUI Cruises, hereingeführt von unserer Hostess Sarah. Das ist eine echt besondere Ehre. Das ist ein Kreuzfahrtschiff, was ja hoffentlich in den nächsten Jahren jetzt so vielen Menschen Freude bereiten wird. Und ich habe ja auch eine eigene Helene Fischer Suite und. Also sind so viele Sachen. Beruhigt, da frage ich Herrn Holm noch, der nächstes Jahr 50-jähriges Jubiläum hat. 50 Jahre auf den Meeren dieser Welt. Auch Das ist mit Sicherheit ein Riesenapplaus, wow. Herr Holm. Ich wünsche dir
deiner Besatzung und deinen Gästen. Allzeit gute Fahrt. Stets eine glückliche Heimkehr. Und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Ich taufe dich auf den Namen Mein Schiff 3. Ich fühle mich großartig, vor allem jetzt fällt mir die große Last ab und bin sehr, sehr happy, dass die Flasche auch kaputt gegangen ist. Jetzt kann nichts mehr schief. Right in the middle, Herr Vogel. Ja, ich weiß, da beneiden Sie jetzt viele. Kurz noch ein Kätzchen, es glänzt wie verrückt. So, dann haben wir... Ein Glück, Helene, wir haben den Flaschenhals mit Korken jetzt doch gefunden und können das präsentieren, denn das ist natürlich auch ein guter alter Brauch. Taufe ist sozusagen nur gelungen und vollzogen, wenn man das auch findet und dann der Taufpatin überreicht. Jawohl! Schönen Dank, Daniel. Ja, yeah, welcome. Hey, Jonas. Good, you're looking good. Wunderbar. Ich kaufe mir auch so ein Dingens. Von Tui Cruises, der Deine. Uns diesen Moment ein, besser kann es so. Wenn das Video gefallen hat, dann Daumen hoch klicken und den Kanal Kreuzfahrt 3D abonnieren. Ihre Buchung auf kreuzfahrt-3d.de unterstützt unser Projekt.